herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der, ich sag mal, Videogame Olympics in Woche 2. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und was ihr wahrscheinlich auch selten als Game habt, ist Squash. Ja, auf dem C64 gab es auch Squash. So, und ich bin weiß, wie ich gerade sehe. Und es gab auch mal... Ja, genau. Das Game hat Sprachausgabe. Und es ist gar nicht mal so schlecht. Also für einen Squash-Titel, ich glaube, da ist auch nicht gerade so der Markt für. Ich guck mal einfach, dass die Folge nicht zu lange wird. Ich weiß nicht, ob wir wirklich 3 Sätze schaffen, aber ich find's schön. Es hat wirklich Sprachausgabe. Das war damals nicht so üblich. Man hört es auch, ist vielleicht auch ganz gut so. Ihr müsst übrigens aufpassen, das weiß ich noch, dass ihr euch nicht in den Laufweg des Gegners stellt, weil natürlich ist klar, die KI hat natürlich wieder Vorteile. Ihr kennt das. Das werden sie ja nie ändern. Warum denn auch? Der menschliche Geist ist ja so überlegen, da muss man ja nachhelfen. Ich glaube, Handout heißt dementsprechend Ausschlagwechsel. Ob das jetzt noch wirklich die aktuellen Squash-Regeln sind, möchte ich bezweifeln, aber nur ein bisschen was erkenne ich wieder. Ich meine, das ändert sich ja auch 80.000 Mal. Wie oft hat sich jetzt neulich bei Tischtennis, was ja auch keiner gedacht hatte, da die Regeln geändert, damit es das irgendwie spannender macht. Naja, gut. Spielen wir mal einfach ein bisschen. Naja. So wahnsinnig spannend wird das Spiel wahrscheinlich nicht. Ich gucke auch mal, wenn hier dementsprechend das immer ständig wechselt und nicht unbedingt die spannendsten Ball wechseln, werde ich das Video auch relativ kurz halten. Ja, super, hat ein Ass geschlagen, wenn ich zu dämlich bin. So. Ja, super, mach ich toll. Na ja, klar hat er den. Na, Vierter. 2-1. Ich guck mal, vielleicht schaffen wir sogar einen Satz. Mal sehen. Ich guck mal, wie lange das dauert. So, der war drin. Das war schön. Dann bin ich jetzt wieder dran. Also was die Steuerung angeht, seht ihr, das ist vollkommen in Ordnung. Grafisch, naja, ist jetzt nicht die Revolution, aber so sahen halt eine Menge C64-Games eben aus. Und dafür macht es seine Sache auch ganz gut. Erinnert einen wirklich auch vom Stil her an diese Commodore-Zocker, Commodore Basketball, Commodore Tennis, falls das noch jemand kennt. Das ist ein bisschen unbekannter. Aber ja. Ich fand's ganz, ganz lustig. Ah, jetzt habe ich eine Serie. 4-2. Das können wir noch. Ich guck mal, vielleicht schaffen wir wirklich einen Satz. Das wäre ja mal ganz putzig. Ja, das war natürlich doof. Ihr könnt auch vom Ball getroffen werden, soweit ich das noch weiß. Ist natürlich auch weg, der Ball, dann klar. Wird er nicht bevorzugt, weil, wie schon gesagt, man muss den menschlichen Verstand unterdrücken. Ja, toll. Was übrigens auch interessant ist, wenn mal jemand bei euch im Weg steht, habe ich so das Gefühl, auch da wird gern mal weggesehen. Also das kenne ich noch von damals. So, 4-4. Tja, wenn ich jetzt wüsste, dass das schnell geht, dann würde ich jetzt sagen, wir machen den einen Satz noch zu Ende. Andernfalls, das war knapp. So, weg. Ja, den kriege ich nicht mehr. Ach doch, den kriege ich noch. Super. Was für ein gekonnter Schuss. Ja, gut, den kriege ich nicht mehr. 5-4. So, wir gucken mal. Also ich werde so gucken, ich habe ja hier eine Uhr laufen. Jetzt gehen wir so langsam auf 6 Minuten zu, also dass das auf keinen Fall die 10 Minuten übersteigt, weil... Machen wir uns nichts vor, das reicht für ein kleines Let's Show. Da muss man jetzt nicht hier riesengroß kompletten Ballwechsel machen. Na super. So kriege ich natürlich gar nichts. So, geh mal weg. Der war... Gut, jetzt habt ihr es gesehen. Ist er natürlich in den Ball gerannt. Wie ärgerlich. Ne? Kann ich ja... Das tut mir natürlich richtig leid. So. Ah, der ist weg. 5 Beide. Schön. So, wir gucken mal. Ah, den haben wir noch. Den haben wir noch. Schnell, schnell, schnell. Freigeben. 6-5. Schön.
Also immer darauf achten, nicht irgendwo sinnlos stehen bleiben. Das ist hier der schlimmste Fehler, weil sonst habt ihr auf höheren Levels überhaupt keine Chance mehr, weil das nutzt die KI brutal aus. Dass hier so eine Art DQ alle 2 Minuten fällt. Wäre ja auch seltsam, wenn nicht, ne? Weil KI muss ja zusammenhalten. So, schöner Return. Sofort wieder geholt. So, macht das Spaß. So läuft das. So. Ach, und wieder ist es weg. Naja, komm, wir gucken mal, wenn das jetzt gleich wieder noch ein bisschen hin und her geht, dann beende ich's, weil ihr habt es ja sozusagen jetzt gesehen. Ja, gut, dann bin ich ja nochmal dran. Ja, so, zack. So, schön, Ass. Sechs beide, ne? Ach nee, ich führe ja. Haha, 7-5. So, der war schön. 8-5. Schön, 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 schön. Genau, jetzt können wir doch noch den Satz beenden. Das ist doch schön. So, das wäre doch mal ein schöner Abschied. Aus, klar. Naja, gut, brauchen wir gar nicht hinterherlaufen. Der ist aus. Nein, da kommen bis 9. Das machen wir noch, ne? Ja, toll, Ass. Ich glaube, hier ist es auch wieder mit 2 Punkten Abstand, ne? Das Übliche. Ja, jetzt habe ich meine Serie. 8-7. Oder 7-8, wie es ja dann so schön heißt. Ja, komm, 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 komm. Und schön. Und weg, 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 weg. Den hat er nicht. Schön. Zweiter Satz mal. So, jetzt mal ein bisschen Dusel und dann haben wir den Satz. Schön. Haben wir. Wunderbar.